Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tiny Troopers Mission 15 Krieg zur besten Sendezeit. Der Titel klingt schon cool, oder? Einige Journalisten werden eine kleine... Nochmal langsam. Moment, Entschuldigung, spul mal zurück, schneid mal raus. Nee, schneide ich nicht raus. Denkt euch das weg. Scheißendreck. Mein Gott. Einige Journalisten werden eine kleine Besichtigung des Schlachtfeldes unternehmen, um den Leuten in der Heimat davon zu berichten. So schwer war der Satz doch gar nicht. Was hatte ich denn da eben für ein Problem mit? Na, egal. Du wurdest als ihre Eskorte eingeteilt. Sorge dafür, dass sie alle überleben und berichten zu können. Einsatzziel, beschütze die Journalisten. Eine Medaille. Apropos eine Medaille. 5, wir können was kaufen. So ein Beschützending. Da bin ich auch mal gespannt. Die waren ja... Ja, die erste war relativ einfach. Aber die kann ich mir vorstellen, dass das schnell knackig werden kann. Wir können aber hier auf jeden Fall... Ne, können wir nicht. 6 brauchten wir, richtig. Was gibt denn das dann überhaupt? 10 Schussweite, 10 Feuerrate. Ist cool. Aber das geht erst nach dieser Mission. Nehmen wir einen Spezialisten mit? Ne, brauchen wir nicht. Ne. Aber eine höhere Feuerrate nehmen wir mal mit. Einfach mal nur so, weil wir es können. Go, go. Ich bin gespannt. Na Jungs, ihr seid aber schön in Blau. Wenn ihr schön auffallt, ne? Ja, gut. Und da liegen gerade... Ja, treten wir hin, sind immer fein. Da kommt der erste angewackelt. Da. Ich jetzt wüsste, wo die hinlaufen wollen, das wäre schon cool. Wenn man das wüsste. Da ist die Map zu Ende. Oh. Oh. Und die wollen da auch laufen. War ja klar. Nicht auf meine Journalisten, du Lümmel. Du auch nicht. Und du auch nicht. Und ihr auch nicht. Oh. Okay. Ja, ich glaube, die Mission ist dann leider gescheitert. Verdammt. Ich wollte jetzt das schnell noch einsammeln. Mann. Mission fehlgeschlagen. Okay. Aber hier wäre es auch hilfreich zu wissen gewesen, wo die denn überhaupt langlaufen wollen. Ja. Ja, ne? Was soll ich da jetzt noch sagen? Machen wir nochmal, ne? Müssen wir, ja? Habe ich das jetzt im Byte? Nein. So. Und so. Go. Gut, gut. Also wir wissen ja jetzt, wir laufen erstmal nach da. So. Und dann laufen sie da hoch. Also. Können wir das machen. So. Die Granaten, die würden sehr nützlich sein, glaube ich. Ne? Wobei diese Türme hier mit Granaten ja so eine Sache sind. Oh, von da kommen auch noch welche. Verdammte Hacke. Bist du mal kaputt, du Turm? So. Das war total Blödsinn, aber egal. Oh! Gut, dachte, da oben weiter konnten sie ja nicht. Wo gehen sie denn jetzt hin? Hier sind Tretminen, ne? Jungs, das habt ihr hoffentlich gesehen. Da ist eine Medaille. Da oben sind...
Hundemarken. Den treffe ich nicht. Nein, die gehen da hoch, die gehen da hoch. Scheiße. Hab ich den da jetzt so verletzt? Ich hoffe nicht. Ah, ist schon wieder einer tot. Verdammt. Hier ist aber die Karte zu Ende. Wo willst denn du hin? Du willst jetzt nur hier hin und gehst dann zurück, oder was? Erreichte Ziele. Okay. Wow. Na gut, dann können wir uns noch umsehen. Ich meine, ich hätte noch Hundemarken gesehen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wo. Gucken. Guckst du? Ja, das war jetzt relativ kurz, aber es war schon knackig. Und ist wirklich fies, wenn man nicht weiß, wo sie langlaufen müssen. Ich glaube, die erhöhte Schussrate, die wir gekauft haben, war sehr, sehr, sehr hilfreich. Weil das macht sich schon bemerkbar. Und das war es aber anscheinend. Okay. Die Raketen? Warum habe ich die Raketen hier gefunden? Also Granaten hätte ich sinnvoller gefunden, finde ich. Auf der anderen Seite, ja gut, ich meine, kann so eine Rakete kann man ja schon relativ gezielt. Ja, doch. Ja, doch. Auch nicht schlecht. Sind ich mag es ja eigentlich sogar besser, lieber als die Granaten. Aber, na gut. Missionserfolg, yay! Gut, der Kameramann hat seinen Reporter verloren, aber, naja. Oh, zwei Balken haben die hier mittlerweile. Wow, wow. Okay. Machen wir noch eine Mission? Nee, ich würde sagen, wir machen es einfach heute mal was kürzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!